Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stefan probiert. Heute direkt vorm Schloss Chambord in Frankreich. Laut Wikipedia das zweitmeistbesuchte Schloss in Frankreich. Wir waren drin, es war sehr schön. Und vorher waren wir noch im Supermarkt und da habe ich wieder ein paar Chips mitgebracht. Diesmal vom Carrefour. Das ist einmal Bolognese-Geschmack und einmal ein kleines Tütchen hier mit Senfgeschmack. Bin schon sehr gespannt. Ich guck mal, ob ich euch das hier vorlesen kann. Ist ja alles in Französisch. Ob ich das hier so mit meinem Fremdsprachenkenntnis hinkriege. Also hier haben wir Pommes de terre origine France. Okay, also Pommes, nein. Kartoffeln aus Frankreich und hergestellt in Frankreich. Und hier mit, ich glaube, Sonnenblumenöl soll das sein. Hier hält der, der hält eine Kartoffel. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da hält eine Kartoffel eine Tomate hoch. Und hier hält die Kartoffel den Senf hoch. Genau, mit was fangen wir denn an? Ja, wir fangen mal mit der Bolognese an. Ich gebe das mal kurz hier zur Seite. So, Bolognese, haben wir noch was? So soll das aussehen. Hier mit so Sprenkel drin. Hier hinten ist noch irgendwas. Also irgendwas mit USA. Cornelius Vanderbilt. Der hat es erfunden. Ja, vielleicht reicht das noch nach. Tolle Geschichte. Könnte man jetzt hier sicherlich noch mehr dazu erzählen, aber das kann ich nicht übersetzen. Und ansonsten nichts Besonderes drin. Zutaten. Irgendwas erkenne ich, irgendwas besonders. Nö. Sagt mir alles nichts. Dann probieren wir es jetzt einfach so. Lass uns überraschen. So sieht das aus. Hier der direkte Vergleich. Boah, kann man gelten lassen. Ich probiere es mal. Aha. Schmeckt nach Oregano. Ah ja, gut. Ist überhaupt Oregano drin? Ja, ein bisschen. Und Petersilie. Also, kann man essen. Aber Bolognese wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Nur gut. Dann schauen wir mal, ob Senf mehr kann. Hier ist die gleiche Geschichte. Jetzt nicht wundern, wenn es vor der Kamera knuspert, hinter der Kamera knuspert. Ich finde das ganz okay, Bolognese. Es schmeckt zwar nicht wirklich nach Bolognese, aber ganz lecker. Okay, Nummer 2. Senf. Ah ja, das finde ich jetzt gut. Ja. Leichte Senfnote. Schön knusprig und es hat genau die richtige Größe, das muss man sagen. Hier diese schmeckt Packung. Besser, als ich gedacht hätte, ne? Bei Senf hätte ich gedacht so, aber ist ganz lecker. Wie gesagt, richtige Snackgröße hier sind, 30 Gramm drin, das kann man sich mal zwischendurch reinhauen. Also wenn ihr einen Carrefour in der Nähe findet, schnappt euch die Tüte, so ein Multipack, da sind noch mehr Sorten dabei. Und wenn ihr dann so einen schönen Platz habt wie wir zum Genießen, schmeckt es gleich doppelt so gut. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.